Das übersehen 90% der Menschen. In Klammern unfassbar. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Das Video heißt, das übersehen 90% der Menschen. In Klammern unfassbar. So. Meet Your Mentor heißt der Kanal und ich glaube, das Video ist sehr geil. Wir gehen rein, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch, Freunde. Peter geht los, Digi. Und los. Also, die positiven Faktoren unserer Umwelt. Wenn wir ein artgerechtes Biotop haben, dann können wir unsere eigenen Potenziale entfalten. Einschließlich innerem Arzt. Das ist alles in uns drin. Ein paar Beispiele dazu. Jeder weiß, 3 Minuten ohne Sauerstoff tut's die Birne nicht mehr. Aus. Ja. Ich finde diese Art und Weise, wie er präsentiert, finde ich sehr gut. Der bringt das Lust ein bisschen aus. Seine Betonungen und so sind lustig. Ich finde, der bringt die Sachen echt gut rüber. Ich mag ihm zuzuhören. 3 Tage ohne Wasser, vorbei. Vorbei. Nicht 3 Stunden übrigens. Ne? Niemand muss mit den Wasserflaschen immer rumschleppen. Auch das ist eine Masche von der Industrie. Wasser, 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 Wasser. Ja? Rechnen Sie mal aus, was so eine Flasche Wasser auf einen Kubikmeter kostet. Das sind mehr 1.000 Euro, 3.000 Euro. Da machen sie einen riesen Reibach. Sie kriegen zu Hause aus dem Laden. Reibach it out, man. Wasserhahn kriegen sie für 3,5 Euro, kriegen sie ihr 1 Kubikmeter Wasser. Man muss aber sagen, das Wasser aus dem Wasserhahn ist jetzt nicht das Fresheste, ne? Ist nicht so mies strukturiert wie zum Beispiel ja, Quellwasser so. Und deswegen tendieren viele Leute dazu zu sagen, ey, ich hol mir irgendwo Wasserflaschen, Glasflaschen und dann zahlst du noch mehr. Da wird schon sehr viel Reibach mitgemacht, ist so. Obwohl Wasser eigentlich aus der Natur kommt und eigentlich umsonst sein müsste, genauso wie Energie auch. Das heißt, hier wird wieder was suggeriert und die Leute glauben es. Ja? Man kann locker mal ein paar Stunden noch ohne was sein, dann hat man anschließend Durst. Ja gut, der ist dazu da, dass man ihn füllen kann. Hat er auch recht, auf jeden Fall. Oder man kauft sich so einen Wasserfilter, weißt du, wie ich meine? Auch geil. Und damals, wo ich noch im Odenwald gelebt habe, ich habe mal im Odenwald gelebt, wir haben in unserem Dorf eine Quelle gehabt, wo du einfach zum Brunnen gehen konntest und dir einfach Wasser holen konntest. Voll geil. Voll Vibes. Energie 3-4 Wochen, dann fängt es schon langsam an kritisch zu werden. Aber auch so lange. Das heißt, 3-mal am Tag essen, wie das heute üblich ist, ist auch nicht die Regel gewesen. Das ist ein wichtiges Thema, da habe ich gestern auch schon was zugesagt. So, dieses 3-mal am Tag essen war damals nicht die Regel gewesen. Ich glaube, wir Menschen sind ein bisschen süchtig nach Essen geworden mittlerweile. So. Wir konnten damals nicht jeden Tag was zu essen auf dem Tisch haben. So. Es gab Tage, wo wir gefastet haben, weil wir nichts zu essen hatten. Und ich glaube, das ist auch teilweise biologisch in uns immer noch verankert und tut uns gar nicht so schlecht, wenn wir mal einen Tag, 2 im Monat fasten. So. Mal einfach nichts essen und mal dem Körper genug Zeit geben, dass er auch die Sachen, die er sich reingezogen hat, auch gut verarbeiten und verdauen kann. So. Leute unterschätzen gerade, wenn du tierische Produkte konsumierst, wie lange der Magen braucht, um die zu zersetzen und wirklich zu verdauen, weißt du? Und wenn wir immer wieder neuen Stuff zufügen, dann können wir nicht. Und es gibt teilweise Studien, die gezeigt haben, dass in unseren Mägen Sachen rumliegen, die Monate alt sind. Weil wir halt die ganze Zeit konstant immer wieder was Neues reinstecken und unser Körper gar nicht hinterherkommt, die ganzen Sachen, die in uns sind, zu verarbeiten. So. Deswegen, ich tendiere mittlerweile auch dazu, so viele Stunden wie möglich am Stück zu fasten und habe bei mir auch gemerkt, dass ich gefastet besser trainiere, gefastet besser arbeite, fokussierter bin, weniger schlapp, weniger lethargisch, weniger müde. Und das für mich eigentlich reicht, wenn ich 2 Mahlzeiten esse. Morgens eine Kleinigkeit und abends eine große Mahlzeit. So, weißt du? Reicht eigentlich vollkommen aus. Und damals im Bodybuilding-Bereich hat man halt beigebracht, du musst so viel essen, du musst so viel Protein und du musst 5 Mahlzeiten am Tag, was alles überhaupt nicht gesund ist für dich, meiner Meinung nach. Haben nicht jeden Tag einen Mammut gefangen? Ja, also von daher kann man auch mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, ohne dass man am nächsten Tag tot umfällt. Facts. Kein Problem. Also, das sind Dinge, die wir kennen. Ich will schon seit längerem einführen, mal einmal im Monat 2-3 Tage zu fasten, so regelmäßig, weißt du? So die ersten, ich habe einen Kumpel, der fastet die ersten 3 Tage des Monats immer. So, ist eine geile Sache. Andere Sachen, zum Beispiel physikalische Faktoren wie Sonne und Schwerkraft. Da haben wir in der Schule mal was von gehört, aber wir brauchen das zum täglichen Leben. Ohne das geht es nicht. Warum? Sonne ist so eine wichtige Geschichte. Also deswegen, seitdem ich einmal hier in Mexiko war, ne, und wirklich fast täglich Sonnenstrahlung auf meiner Haut gefühlt habe und danach wieder zurück nach Deutschland gegangen bin, da habe ich erst richtig gemerkt, wie Sonne einem Menschen einfach extrem gut tut. Und wie das deine ganze Energy, deinen ganzen Vibe, deinen ganzen Gemütszustand und deine Gesundheit auch in eine positive Richtung verändert. So.
wo ich zurück bin nach Deutschland, ich war echt traurig auch und habe die Sonne so krass vermisst. Ich habe jede einzelne, wenn einmal die Sonne draußen war, habe ich direkt draußen irgendwo hingelegt, egal wie kalt es war, um diese Sonne wieder auf meiner Haut zu fühlen und zu spüren. So. Ich glaube, wir Menschen brauchen Sonne auch einfach, um zu überleben, mehr oder weniger. So, weißt du? Und dadurch, dass wir sowieso den ganzen Tag zu Hause sind und am Computer sitzen und nur noch so einen Jobs haben im Büro und dies, das und weniger draußen unterwegs sind, fehlt uns als Menschen, glaube ich, extrem die Sonne. Gerade in Germany. Das sind Bestandteile unseres Biotops. Die brauchen wir als Information, als Input in unser System. Beispiel dafür, die Eltern werden sich daran erinnern. Wir haben die Schwerkraft überwunden. Hallo, was? Haben wir? Ja, toll. Ja, die Jungs waren ein paar Monate da oben. Waren die? Runter und hatten dann Muskelschwund und Knochenschwund. Wie das? War nicht schlimm. Ernährt? Nö, die haben Astronautennahrung gekriegt. Top-Nahrung. Super, super, super. Da war alles drin. Hat zwar vielleicht nicht geschmeckt, aber es war alles drin. Was war passiert? Das sehe ich anders, mein Jutster. Ihnen fehlte die Schwerkraft. Die Schwerkraft wirkt auf die Knochen ein. Und wenn die Knochen diesen Impuls nicht haben oder die Muskulatur, dann sagen die, uns braucht ja niemand mehr. Wir bauen ab. Ja? Und was für die Knochen gilt, das Neueste jetzt, gilt auch fürs Gehirn. Herr Gerst, unser großer deutscher Kommandant, ist zurückgekommen. Man hat im MR seine Birne vermessen und hat ein Schrumpfhirn. Seine Birne vermessen, der hat geil, ich fühle den. Ich kenne eine Riesensache. Der hat ein Schrumpfhirn, Digga. Aber dessen Hirn ist nach 6 Monaten, wo er zurückkam, kleiner gewesen, als er vorher war. Warum? What the fuck? Weil er sich nicht... Schrumpfhirn, Digga? Ich glaube, da kenne ich einige, die so ein kleines Schrumpfhirn haben, Bro. Ist ein geiler Begriff. Den konnte da oben. Das heißt, wir sind Terranauten. Wir sind für die Erde gemacht. Das ist ein Traum, ein Fiebertraum oder sonst etwas. Aber wir gehören da oben nicht hin. Das vielleicht, weiß ich nicht, Digga. Vielleicht sind wir gar nicht von hier. Oh shit, Digga. Da kommt die miese Schwurbelei gerade ein bisschen raus bei mir so. Weißt du? So. Ich kann mir unter Umständen vorstellen, dass wir vielleicht ein Mix sind aus Erdlingen und noch anderen Lebewesen, die vielleicht nicht von der Erde kommen. Oh shit. Nichts, was für uns gut tut. Was wir da oben an Experimenten machen mit Riesengeld, macht uns klar, was wir hier unten falsch machen. Ja, komm, ich will nicht zu viel schwurbeln, meine lieben Freunde, aber da bin ich ein bisschen so Experimente da oben machen und so. Ihr wisst, das ist einer meiner größten Verschwörungstheorien, ist, dass ich nicht glaube, dass wir mal auf dem Mond waren und ich auch diesen ganzen Videos von dieser Raumstation da oben, ISS oder wie die heißt, nicht wirklich als authentisch bezeichnet, also fühle, so. Ich fühle das nicht, Bro. Könnten wir viel einfacher hier unten, ohne Geld da oben auszugeben, hier unten gleich richtig machen. Was wir richtig machen sollten, finden Sie hier wieder. Das ist auf der linken Seite, sind das alles Dinge, die wir nicht brauchen in unserer Umwelt. Das ist Herr Monsanto da drin mit den ganzen Pestiziden und so weiter und so fort, aber auch die Herbizide, die Luftverschmutzung, die Lichtverschmutzung. Hier haben wir unsere natürliche Umwelt, wo wir die Ernährung... Frequenzverschmutzung. ...Faktoren haben, das Licht des Tages, ja, oder die Stille der Nacht und all diese Dinge, Potenzialausgleich der Erde. Ey, Stille der Nacht ist eine sehr wichtige Geschichte, ne? Ich schwöre dir, ich habe das ja zum ersten Mal hier in Mexiko Experience, wenn mal in dem ganzen Dorf, also in dem ganzen fucking Tulum, mal kein Strom ist, so. Wie sich dann eine Nacht anfühlt und wie anders das ist. Man fühlt die Frequenzen. Wir wissen das nicht, weil wir den Frequenzen eigentlich 24/7 ausgesetzt sind. So. Aber wenn du dich dem einmal entziehst und es keinen Strom gibt, keine Geräusche, nichts, Digga, nichts. Du hörst nur noch ein paar Grillen, du hörst den Wind, du hörst Vögel, Eulen, was auch immer so. Bruv, der Vibe ist so crazy. Also diese eine Nacht, wo ich ohne Strom geschlafen habe, ne, das war so eine heftige Experience. 1-2 Kerzen angemacht, auf entspannt. So, ich bin noch nie so ruhig eingeschlafen in meinem Leben, sag ich dir ehrlich. Wie gesagt, die Sozialfaktoren. Dazu gehört unter anderem eben auch das Singen und Musizieren. Ja? Beim Singen und Musizieren ist es wie beim Kochen. Ja? Wenn Sie selber kochen, ist das gesund. Wenn Sie sich eine Konserve holen, ist die nicht mehr gesund. Wenn Sie selber singen und musizieren, löst das Botenstoff im Kopf aus. Stülpen Sie sich eine Konserve auf die Ohren, haben Sie den Effekt nicht. Also okay. Daher singen und musizieren ganz, ganz wichtig. Ich schwöre auch tanzen.
Macht es mal. Selbst wenn ihr eine Kackstimme habt, so, weißt du, oder nicht tanzen könnt. Nicht tanzen können ist sowieso so eine Sache, was ich, also ja, ich glaube, es geht gar nicht. So einfach mal zu Rhythmus bewegen. Wir haben ja leider in Deutschland nicht so diese Kultur, dass man einfach mal tanzt, so, weißt du? Einfach mal sich bewegt auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn wir uns bewegen, sieht das komisch aus, Digga. Die Deutschen haben einen brutalen Tanzstil auf jeden Fall. Aber mal einfach so ein bisschen tanzen, mal loslassen, Digga, mal alles rausschütteln, so, ist eine geile Geschichte. Und wenn man das anschaut, dann sind wir genau da, was ich eben gesagt habe, 70-90% der Bevölkerung haben hier Defizite. Und das macht sich bemerkbar. Nicht von heute auf morgen, sondern im Laufe der Zeit. Deswegen nicht das Alter macht uns krank, sondern diese vielen Nickeligkeiten, die wir im Laufe der Zeit einsammeln. Als Kleinkinder sind wir noch weitgehend fit, aber dann sammeln wir Facts. Was ein, dann fangen wir da an zu rauchen und da ein bisschen da und was da. Und dann hinterher, zusammen mit dem Stress, den wir heute alle haben, sind das viele, viele Faktoren und dann gerät das System ins Ungleichgewicht. Und das sieht dann so aus. Hier sind die Schadfaktoren auf der Waage, hier sind die Schutzfaktoren. Das war mal ausgeglichen. Nur hier haben wir immer weiter aufgelastet, Pestizide, Herbizide, Übergewicht und so weiter und so fort. Und hier bei den guten Sachen haben wir abgeladen und dann geht die ganze Sache schief. Ja, ist so. Sehe ich genauso. Hat er gut auf den Punkt gebracht, der Jutze, ne? Finde ich immer echt eine starke Geschichte so. Also wie gesagt, ich mag den Herrn. Ich will den auf jeden Fall auch nochmal zu einem Talk einladen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den irgendwie rein. Ich finde seine Art und Weise, seine Aura, was er sagt und so, immer sehr inspirierend, sehr nice. Liebe geht raus auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Lasst uns versuchen, alle gemeinsam wieder mehr zur Natürlichkeit zurückzukommen und uns von diesen ganzen Negativfaktoren nicht zu krass beeinflussen zu lassen. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.